Also, vorweg will ich sagen, diese Aufnahmen könnten verstörend sein. Und für Leute, die hart oder sehr, sehr hart am Ufer gebaut sind, sollten auf jeden Fall wegschalten ab jetzt, weil ich bin in den Weiten des Internets rausgegangen und habe den Teamnamen Flutzige Zäpfchen endlich gelüftet. Ich habe mir so gedacht, okay, halt stopp, der Boy Flutzige Zäpfchen, wir müssen erst später gegen die. Und dachte mir so, okay, ganz ehrlich, was hat das mit dem Namen auf sich? Aber ich habe dieses Geheimnis gelüftet. Ich musste lange suchen. Ich war im Dschungel aktiv. Ich habe gesucht, gesucht und gesucht. Aber dann fand ich es. Dieser flutschige Zäpfchenboy hat tierischen Hunger auf flutschige Finger. Ich sehe den ersten Laden und gehe direkt rein. Ich schlender zur Gefriertruhe, was ich sehe, das finde ich fein. Das Ende meines Leidens, Befriedigung ist nah. Es hat Flutschfinger in Massen, ich bleib für immer da. Oh, Flutschfinger, so erfrischend und kalt. Flutschfinger, in euch wälze ich mich bald. Flutschfinger, oh mein Lebenselixier. Für euch Flutschfinger, werde ich auch zum Tier. Ich habe so Bock auf dieses Battle zu kommentieren. Oh, ich bin gut drauf. Ich bin richtig gut drauf. 3, 2, 1. Moin, liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zum Video der MPBL. Der erste Spieltag steht an. Ich hoffe, euch hat das kleine Intro gefallen. Ich weiß noch nicht, ob ich den Anfang jetzt auch von gerade nochmal drin habe oder nicht. Keine Ahnung, schauen wir. Und ich würde sagen, haut mal bei dem lieben Lesflow Hashtag flutschige Finger in die Kommentare bei ihm unter das Battle. Das zeigt auf jeden Fall, dass wir eine geile Community sind und dass wir ihn so richtig flutschig machen können. Deswegen würde mich freuen, wenn ihr da mal einen Kommentar lasst mit dem Hashtag flutschige Finger. Ich blende es euch da unten mal an. Hier, da unten kommt es rein. Würde mich riesig freuen, wenn ihr das macht. Und wir schauen uns heute das Battle an. Wir haben dabei Kubalium, wie gesagt, ihr habt es ja in dem Team mit dem Video gesehen. Deswegen brauche ich da eigentlich nicht so viel zu sagen. Und auf der anderen Seite sehen wir hier Garados. Wir sehen Latios. Wir sehen Despota. Wir sehen Togekiss. Wir sehen Metacross. Und wir sehen Bisbug. Er hat zwei Monster dabei, auf die ich mich nicht wirklich vorbereitet habe, weil ich gedacht habe, die sind eigentlich sehr schlecht gegen mich. Bisbug und Despota. Die kann ich aber auch, um ganz ehrlich zu sein, easy mit Kobalium händeln. Ein Close Combat reicht dir safe auf, um beide Monster rausnehmen zu können. Das Problem ist aber, Despota bringt den Sandsturm und Bisbug ist mit dem Sandsturm schneller als alles, was ich im Team habe. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber ich krieg's hin. Das würde ich hinkriegen. Also wenn er da spielt, ich würde es hinkriegen. Aber das ist halt das Problem. Kobalium ist diese Win-Condition über alles. Es ist der Hunger gegen diese Welt. Ich liebe dich dafür, Kobalium. Und er leadet hier mit Metacross. Ich liede mit Kobalium. Ich habe mir überlegt, mit Kobalium zu leaden, weil im Endeffekt kann er mir nichts machen. Da er kein Nidoking dabei hat, kann ich hier jetzt ab jetzt immer safe Volt wechseln. Ich hätte auch mit Rotom leaden können, was auch ein super guter Lead gewesen wäre gegen ihn. Besonders wenn er Garados oder sowas gepickt hätte als Anfang Lead. Aber ich habe gedacht, um ganz ehrlich zu sein, er kann mir nichts machen. Und ich dachte so, okay, nice, super, Rotom gegen Metacross wäre halt sick. Weil ich habe Irrlicht ja drauf, aber ich dachte, okay, Problem ist, wenn er Live-Op spielt und mir ein Meteor-Mesh reinhaut. Naja, deswegen dachte ich, Kobalium ist die bessere Wahl. Ich bin schneller als er, ich kann Voltwechsel drücken, wenn er was anderes leadet halt. Aber er hat hier in dem Moment mit Metacross geleadet. Und ich würde sagen, wir schauen uns das bitte mal an. Ja, ich habe ja so viel zu meinem Team gesagt. Ich kriege alles in seinem Team gehandelt. Kobalium nimmt 4 Mons safe raus. Also ich kriege Bisbug raus, ich kriege Togekiss raus, ich kriege Despota raus, ich kriege Garados raus mit Voltwechsel. Das ein safer Tool ist, mit Tarnstein sogar dann, wenn es gut, wenn ich glaube, Garados zweimal reinkommt in Tarnstein, in Zephyr One-Hit auf jeden Fall lassen, Voltwechsel. Also von daher, ich kriege alles gehandelt, was mega gut ist. Und ich würde sagen, auf geht's, let's go, ab im ersten Spieltag. Ich bin ein bisschen gehypt drauf. Ich brauche eigentlich nicht so viel zum Team sagen, weil ich die Teamanalyse ja, oder diese Teambuilding-Video gemacht habe. Deswegen denke ich mal, brauche ich das nicht mehr so viel. Und das Intro hat da, glaube ich, auch schon Spaß auf dieses Battle gemacht. Er leadet hier mit Metacross, ich leade mit Kobalium und dachte mir so, okay, nice. Der Lead ist super sick an dieser Stelle und ich kann halt jetzt überlegen, gehe ich auf Tarnstein oder auf Voltwechsel? Ich habe mich entschieden, auf Voltwechsel zu gehen, weil ich wollte gucken, vielleicht ist das Scarf oder sowas, aber ich bin schnell, das heißt, ich kriege ein bisschen Chip-Damage auf dieses Metacross. Und mir war es relativ wichtig, dass ich dieses Metacross immer wieder ein bisschen Chip-Damage gebe und ich war halt relativ sicher, dass er auf Meteor-Mesh geht oder auf einen Zenkopfschuss und das würde ich beides mit Grefeldes super tanken, deswegen bin ich in Grefeldes gegangen. Er ist aber für die Tarnstein gegangen, was auch ein guter Play ist, das heißt, ich muss jetzt erst in Rotom gehen und mit Auflocken mir die Tarnstein wegspinnen. Das Problem ist so ein bisschen, Rotom
safe reinbringen. Das ist so das Problem. Ich muss nicht unbedingt die Tarnstelle weg haben. Es wäre aber eine sicke Sache, wenn ich die weg habe. Ich bin drin geblieben in Griffeldes, bin auf den Abschlag gegangen, um das Item wegzuhauen. Er ging in Togekiss, was auch auf jeden Fall gut ist. Ich dachte mir so, okay, geil. Ich bleib drin. Ich tanke auf jeden Fall ein paar Luftschnitte, weil ich kann jetzt safe rauswechseln. Aber er kriegt den Flinch, was mich mega angekotzt hat. Dachte, okay, ich bleib jetzt wieder drin. Er kriegt nicht zweimal hintereinander den Flinch, weil ich kann safe jetzt dann rauswechseln mit einer Kehrtwende und dann meinen Dings reinbringen. Aber er kriegt wieder einen Flinch. Dachte ich so, okay, komm, ganz ehrlich, dreimal hintereinander schafft er never. Nie im Leben. Never. Und ich gehe wieder auf die Kehrtwende und ich komme wieder nicht durch. Es ist traurig und ich habe gedacht, okay, jetzt egal, scheiß drauf, du machst jetzt noch einmal fucking normal, bleibst du drinne. Und ich wollte halt auch kein Damage auf Rotom haben. Deswegen bin ich drin geblieben und ich habe wieder den Flinch bekommen. Das heißt, ich habe Griffeldes nur wegen dem Flinch verloren. Das ist so traurig. Es ist so traurig. Aber wenn irgendwas sein sollte, könnt ihr in die Kommentare schreiben, dass es nur durch die Hex waren. Das heißt, wenn ich verlieren sollte jetzt, schieben wir alles auf die Hex. All in all ist das ein Hex-Win für den lieben Neslo. Ich bin jetzt in Rotom gegangen, dachte mir, okay, nice. Ich kann jetzt auf den Auflockern gehen und dachte mir so, no, ich könnte auch auf den Voltwechsel drücken, aber ich dachte mir so, Auflockern ist safe. Ich muss die Tarnstelle wegkriegen, weil ich Victini nicht angedamaged haben möchte, also nicht so gerne angedamaged haben möchte. Auf Kobalde macht das eh nicht so viel und Rotom ist halt auch immer so eine Möglichkeit, nicht reinwechseln zu können. So, und jetzt hatte ich überlegt, würde auf eine Psychokinese gehen. Oder drückt er hier den Draco. Und das Problem war einfach, wenn er auf die Psychokinese geht und Kobalium undamaged, war es halt mega, mega schade. Und das wollte ich nicht riskieren, deswegen bin ich mit Rotom drin geblieben. Und ich habe ja nachgekalkt, oder ich habe es auch so gekalkt, dass ich safe einen Draco tanke und bin dann drin geblieben. Habe gedacht, ich kann safe sowieso auf den Voidwechsel gehen und bringe danach ein gutes Mon rein, was gegen Latios wichtig oder was gegen Latios gut was machen kann. Aber er macht hier den Waker, was auch gut ist. Ich kriege den Damage ab, was auch völlig okay ist. Ich mache ein bisschen Damage mit Voltwechsel und dachte mir so, okay, geil, ich kann jetzt in Kobalium gehen. Kobalium war jetzt für mich das Mon, was ich safe reinbringen kann, weil in Psychokinese würde ich nicht mehr ab der Range ausreichen, safe nicht mehr. Und ich kann jetzt Tarnsteine bringen. Tarnsteine waren ja mega wichtig für mich, damit ich Gyarados andamagen kann, Metagross andamagen kann, Togekiss andamagen kann, also immer wieder ein bisschen Ship-Damage kriegen kann. Bin also safe auf die Tarnsteine gegangen, habe mir überlegt, okay, was würde er machen? Würde er jetzt Handkopfschuss drücken? Oder was macht er? Und ich habe gedacht, okay, er wird wahrscheinlich wieder auf die Tarnstelle gehen oder er macht einen Zen-Kopfschuss. Das Problem ist, ich wusste nicht, was ich reinbringen sollte. Ich habe halt meinen Hydrager jetzt reingebracht, weil ich gedacht habe, okay, ganz ehrlich, du kannst Hydrager wegschmeißen, dann schmeißt du Victini rein und dann haut Victini hier erstmal raus und geht auf eine Nitro-Ladung. Aber er ging hier auf die Tarnstelle, das heißt, ich habe einen Hydrager noch übrig, was auf jeden Fall sick ist und habe mir überlegt, okay, geil. Was machst du jetzt? Er wird wahrscheinlich mit Metagross auswechseln, weil er kein Käfergebrumm fressen will. Sein bester Switchen ist Togekiss. Und ich dachte mir, okay, Togekiss kriegt Tarnstein-Damage. Das macht ein bisschen Damage, das ist auf jeden Fall sick. Und ich habe überlegt, ich kann jetzt auf die Kehrtwende gehen und wieder rauswechseln. Hole ich mir wieder das Momentum, kann man wieder einen Mon reinbringen, was Damage macht. Und dachte mir, also, okay, ganz ehrlich, jetzt bringst du das Mon rein, was Togekiss auf jeden Fall safe rausnehmen kann. Und das ist Kobalium. Kobalium ist die Antwort gegen alles in seinem Team. Okay, vielleicht nicht gegen alles, aber gegen das meiste, ja. Und dachte mir, okay, Kobalium kommt rein. Ich habe überlegt, gehst du auf den Eisenschädel oder gehe ich auf den Voidwechsel? Ich habe überlegt, ich gehe hier safe, gehe auf den Eisenschädel, ich will Togekiss raus haben. Auch wenn er in Metacross oder ähnliches gegangen wäre, hätte es ein bisschen Chip-Damage bekommen. Und dachte mir so, okay, jetzt, was macht er jetzt? Würde er in Latios gehen? Wahrscheinlich ja, weil Latios halt so sein bester Play ist. Oder halt auch Metacross. Und dachte mir, okay, ganz ehrlich, ich bleib safe, ich gehe auf den Eisenschädel. Ein bisschen Chip-Damage auf Metacross ist gut. Und das Geile ist, ich bin sowieso schneller. Das einzige Problem wäre gewesen, wenn er jetzt in Latios gegangen wäre. Weil Latios hätte mich outspeeden, hätte ich wieder hart rausswitchen müssen. Aber so könnte ich immer ein bisschen mehr Chip-Damage auf Metacross, was gut ist. Weil das Metacross muss ich einfach nur in der Range kriegen, dass ich es killen kann. Und ab jetzt ungefähr reicht auf jeden Fall ein 1000 Pfeile aus. Und dachte mir, okay, jetzt musst du in Hydrager gehen. Wenn er was anderes drückt, irgendwie Sternhieb oder was auch immer, wäre es auf jeden Fall sick. Überlebe ich vielleicht noch allein, aber geht für einen Zen-Kopfschuss, das nimmt mich raus. Hydrager ist halt ziemlich fragil und ja, es ist okay. Ich habe jetzt schon auf jeden Fall eine richtig schlechte Position, aber ich habe überlegt, okay, ganz ehrlich, ich kann jetzt immer in Zygarde gehen und das Ding fordert einen Kill. Bis auf Gyarados, was Bedroher haben kann, wenn er das spielt halt. Und er bringt Gyarados rein und vor Gyarados hatte ich so ein bisschen Angst, wenn es den Z-Stein hat. Dachte mir aber so, okay, ganz ehrlich, du kannst auf 1000 Pfeile gehen, das tut immer noch Gyarados weh. Dürfte wahrscheinlich aber nicht zum One-Shot reichen, weil ich jetzt bei minus 1 bin. Das heißt, auch der zweite reicht nicht aus. Und wir sehen jetzt, dass er das Item Überreste trägt. Das heißt, er spielt kein Z-Move, was ich mich super gefreut hat. Ich war mega happy in dem Moment, weil vor dem, ja, gerade das mit Z-Move hatte ich schon ein bisschen Angst und dachte mir so, okay, nice. Er kann mir eh nichts machen. Ich kann in mein Kobalium safe gehen, weil Kobalium tankt eine Kaskade. Kobalium würde den D-Dance resisten können, also wenn es sich D-Dance auch wieder was machen können. Also von daher alles easy. Aber er geht hier auf den Toxin, was mich jetzt auf jeden Fall super in das Match rückgebracht hat, weil jetzt habe ich
wieder die Möglichkeit, gegen ihn was zu machen und kann ja auf den Volt wechseln oder ähnliches gehen. Egal was er macht, er muss rauswechseln, wenn er Garados behalten möchte. Und ich dachte mir so, okay, ganz ehrlich, er hat gesehen, dass ich Volt Wechsel drücke, ich bleib drinne. Ich muss dieses Garados jetzt zumindest andamagen, auch wenn er drin bleiben sollte. Ja, weil Volt Wechsel würde wahrscheinlich reichen, aber ich bin auf dem Eisenschild gegangen, weil ich gedacht habe, ganz ehrlich, ich muss einfach nur Damage machen. Ich muss nur Damage machen. Und er bringt hier Togekiss rein. Togekiss hätte wahrscheinlich den Voltwechsel überlebt, aber wir nehmen Togekiss raus. Das ist auf jeden Fall sick. Richtig sick. Und jetzt, Freunde, ist es so, der Outrage von meinem Zygarde tötet Metacross in der Range. Es ist einfach jetzt ein safes Mann, was ich immer wieder reinbringen kann und damit einen Kill fordern kann. Das ist halt so sick. Das Problem ist, ich brauchte Kobalion noch. Deswegen bin ich wieder rausgegangen, habe gedacht, okay, ich bringe jetzt meinen Rotom rein, lass es hier sterben, weil Rotom war für mich jetzt nicht mehr so wichtig. Rotom sollte halt das Latios so ein bisschen ärgern, aber hat es halt leider nicht in dem Match überhaupt nichts gemacht, so wirklich. Aber ist okay, es hat die Tarnsteine weggemacht, jetzt sind sie wieder da, ist auch nicht so schlimm. Ich gehe jetzt hier mal in Zygarde rein und Zygarde kann ab jetzt mit einem Outwitch alles rausnehmen. Ja, also nicht alles also voll rausnehmen, aber zumindest was reinkommt, was Tarnstein-Damage kriegt, so wie dieses Metacross, nimmt es raus. Weil ein Outwitch auf dieser Range mit den Tarnstein-Damage ausreicht. Und das war halt das Problem, das war halt das Gute. Ich musste dieses Ding einfach nur einmal andamagen, so dass Metacross raus ist. Jetzt habe ich zwei Threads auf jeden Fall weg. Das Geile ist jetzt, ab jetzt macht mein Outwitch überall neutralen Damage oder effektiven Damage. Das heißt, er kann nirgends mehr safe reingehen, um diesen Outage irgendwie ansatzweise zu resisten. Und das war halt mega gut. Er ist in diesem Turn für Schutzschild gegangen, was mich mega gefreut hat. Ich wäre drin geblieben, weil ich ja sowieso gelockt war. Und in dem Moment, wo er jetzt Protect gedrückt hat, habe ich das Match wieder in der Hand. Weil, Freunde, ihr wisst, wenn ich Outage drücke und er protected, kann ich rauswechseln. Ganz einfach, weil es unterbricht die, also die Lock, den Lock unterbricht es, dass ich nicht mehr gelockt bin. Und konnte jetzt wieder mein Kobalion gehen und konnte deswegen jetzt easy mein Kobalion reinbringen. Und hier safe die Kaskade tanken. Das heißt, ich habe meinen Zygarde behalten und er hat hier, ich sag mal, sein Gyarados nicht weggeschmissen, aber schon relativ angechippt gelassen. Und ich wusste jetzt einfach, ich kann hier safe auf den Void wechseln. A, ich nehme Gyarados raus. B, er geht in was anderes. Ja, ich bin hier wieder für den Eisenschädel gegangen, um Damage zu machen, aber ich bin mir relativ sicher gewesen, dass ich jetzt auf jeden Fall selber auf den Voidwechsel gehen kann, weil er wird rauswechseln wollen, weil er denkt, okay, ich mache jetzt wieder einen Eisenschädel und er bringt jetzt wahrscheinlich Latios rein. Und dachte mir so, ja, ganz ehrlich, ich gehe jetzt auf den Voidwechsel, weil ich wollte erst den Eisenschild drücken, um Chip-Damage wieder auf Gyarados zu kriegen, wenn er drin bleiben sollte. Und jetzt beim zweiten Turn war ich, wo ich das gesehen hatte, dass er halt den Protect drückt, habe ich gedacht, okay, jetzt würde er safe rauswechseln. Und bin halt wieder jetzt super in mein Zygarde reingekommen und konnte jetzt den nächsten Kill mit Zygarde fordern, weil wir wissen, Zygarde ist um einen Punkt schneller als das Latios, was mega cool ist. Ich habe mich mega gefreut. Ich konnte dieses Latios rausnehmen. Wir konnten uns, oder wir sind zwar wieder in einen Outrage gelockt, was okay ist, aber es ist okay, ja. Ich habe mich mega hart gefreut in dem Moment, weil ich gedacht habe, geil, Latios ist raus, Despotar. Ich habe nur noch dieses Bisbug vor mir, was ich einigermaßen handeln muss. Und er bringt den Sandsturm raus und dachte mir so, okay, ein Eisheap, wenn er den im Zettel oder Eiszahn, wie auch immer, wird mich safe rausnehmen oder ein Eisstrahl. Ja, ich gehe hier auf ein Outwedge, was fast ausreicht, aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe gedacht, wenn er jetzt Zygarde stirbt, ist völlig okay, ich habe Kova, Kova macht hier den Rest. Und er geht auf den Knirscher und durch den Verteidigungsinvestment, was wir hier auf Zygarde gepackt haben, ja, überleben wir einfach. Ihr habt ja bei der Teamanalyse gesehen oder beziehungsweise bei dem Teambuilding-Video gesehen, dass wir extra ein bisschen Verteidigungsinvestment reingepackt haben, weil ich gedacht habe, okay, ganz ehrlich, ich habe ein bisschen was übrig, ich packe da was rein und konnte halt wieder auf den Outwedge gehen und auch Despotar rausnehmen. Für mich war es jetzt ab jetzt wichtig, nur noch Sandsturm zu stallen, dass Bisbug langsamer wird, damit ich es mit einem Close Combat rausnehmen kann. Für mich war ab diesem Moment das so wichtig, dass ich nur das ausstallen muss. Ja, er geht hier auf eine Fassade, das reicht ein Quit, also von ihr wisst, wenn wir jetzt wieder verlieren sollten, der Quit und auch noch die Hex, ne, also all in all haben wir genau deswegen verloren, also, ne, deswegen schreibt das ruhig in die Kommentare rein, Schweinerei sowas. Ja, ich bin in Victini gegangen, dachte mir so, okay, ganz ehrlich, Victini, ich muss das Ding jetzt sacken einfach, ich will nur den Sandsturm ausdollen, aber wir überleben auch wieder, weil ich, bei Gottes Willen, den Verteidigungsinvestment habe. Ich habe extra ja auch hier bei Victini ein bisschen Verteidigungsinvestment gemacht, weil ich brauchte halt keine Initiative mehr, weil ich sowieso alles outspeedet hätte in Scarf Nido King mit dem Nitro-Ladung Boost und dachte mir so, geil, super, ich kann dieses Bisbug rausnehmen und ab jetzt ist es wirklich fast nicht mehr gespoilert, wenn ich sage, das Match ist uns relativ sicher.
Ja, weil er hat im Prinzip jetzt nur noch Garados. Wir haben unser Koba noch, wir haben unser Victini noch. Wir kriegen hier Sandsturm-Damage. Wir überleben nochmal mit 5 KP. Und ich kann halt jetzt nochmal einen V-Generator aufdrücken. Und er kriegt hier Tarnstein-Damage. Und wir wissen einfach, ein Void-Wechsel reift auf dieser Range safe aus. Es reicht safe aus. Ich kann jetzt halt nochmal einen V-Generator drücken und habe halt gehofft, okay, vielleicht könnte ich auch mit V-Generator das Ding killen, dann kriegt Victini 2 Kills, was auf jeden Fall sick wäre. Aber er geht hier auf den Protect, hofft natürlich, dass ich jetzt am Sandsturm sterbe, aber der Sandsturm ist vorbei. Das heißt, ich halte Victini und kann hier super safe den V-Generator drücken. Das hat mich in diesem Moment super gefreut und konnte hier super safe auf den V-Generator gehen. Ich habe mich echt gefreut, weil ich jetzt wieder ein bisschen Damage drauf kriege und jetzt ist es mir vollkommen egal. Ich könnte ein Eisenschild drücken, ich könnte einen Nahkampf drücken, ich würde dieses Ding egal wie rausnehmen, aber ich weiß halt, ich safe mit einem Void-Wechsel, das reicht das auf jeden Fall. Er geht hier auf Garados mit der Kaskade, bringt oder nimmt unser Victini raus und jetzt ist es nur noch ein Cobalion versus Garados. Und wie gesagt, es ist nicht vorweg gesagt, wenn ich sage, wir können das Match 1-0 für uns hier entscheiden, da wir hier auf den Voidwechsel gehen und Garados rausnehmen. Ja, es ist halt jetzt das safe Turn. Wir kriegen noch ein bisschen Tarnstein-Damage, was mich überhaupt nicht juckt. Aber ein Voidwechsel reicht jetzt safe aus, um Garados rausnehmen zu können. Und damit gewinnen wir 1-0 gegen die flutschigen Finger... Zäpfchen. Entschuldigung. Tut mir leid. Scheiße. gewinnen wir 1-0. Das Team ist relativ gut aufgegangen mit der Taktik. Was mich halt mega frustriert hat, war halt, dass ich Hydrogen nicht wirklich benutzen konnte. Es hat halt gar keinen Work gemacht. Da hätte ich auch Mammutel mitnehmen können, um ehrlich zu sein. Rotom hat einigermaßen gut Work gemacht. Es hat halt nur Auflockern gerückt, aber sonst auch nicht wirklich was. Und Griffeldes hat eigentlich im Prinzip gar keinen Work gemacht, außer einen Abschlag finden können. Wir wurden halt weggeflincht, wir haben den Crit bekommen. Also all in all war es ein hexiges Match auf der Seite von Flo. Wir haben uns aber mega hart gut ins Battle wieder reingekämpft. Mit dem Core, den wir haben, können wir halt immer wieder safe auf den Voidwechsel Kehrtwende gehen. Und damit haben wir ihn mega immer unter Druck setzen können. Koba war die Antwort auf fast alles gegen sein Team. Zygarde hat den Rest erledigt. Und damit gewinnen wir 1-0 gegen die flutschigen Zäpfchen. Spieltag Nummer 1 gewonnen. Ich bin mega happy. Ich wollte nicht mit Minus in dieser Season starten. Und ich glaube, jetzt habe ich auch die ersten Kritiker, die, ich glaube, alle gegen mich gevotet haben, ein bisschen davon überzeugt, dass wir auch competitive spielen können und dass wir ihn hier auf jeden Fall besiegen konnten. Hat mich mega gefreut, dass ich ihn hier besiegen kann. Und auch bei der Abstimmung, ich habe eine Abstimmung auf Twitter gemacht. Und da waren, glaube ich, 78 oder 73% waren für Nestlo, weil der safe gewinnen wird, weil er besser ist, sagen sie alle. Aber ganz ehrlich, wir waren halt super gut vorbereitet. Wir haben extra Verteidigungsinvestment gehabt auf Victini und Zygarde. Die haben es beide nochmal getankt und damit konnte ich nochmal safe 2 Mons rausnehmen. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zusehen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, schaut auch bei den anderen vorbei. Gleich, also in ein paar Stunden, kommen dann die nächsten Battles. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich bedanke mich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, tschü und haut rein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Abo da. Das kannst du da oben links machen. Und wenn du weitere Videos von mir finden willst oder so, findest du die da auf der rechten Seite. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar weitere. Ich würde mich riesig freuen und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und ciao.